Guten Morgen, es ist 7:05. Ich weiß nicht, wo Sie da normalerweise sind. Noch im Bett? Oder hier, wie ich, neben der Kaffeemaschine? Die Kanne habe ich gestern Abend eingeweicht. Und jetzt muss ich sie nur ausspülen. Und damit unser Kopf nicht einschläft, wollen wir mal ausrechnen, wie lange ich dafür brauche. Als erstes weg mit dem alten Wasser. Dafür ziehe ich die Kanne aus der Maschine, macht 3 Sekunden. Dann muss ich rüber zur Spüle, so rund 3 Meter. Die schaffe ich in 4 Sekunden. Dann gieße ich das Wasser weg, nochmal 5 Sekunden. 3 + 4 + 5 = 12. Genau. Ich möchte Ihnen anhand dieser einfachen Aufgabe einen Tipp geben. Statt zu addieren, können Sie diese Zahlen auch multiplizieren. Ich nenne das Addition über Mittelung. Und wie ich das mache, zeige ich Ihnen jetzt. Wenn Sie sich die Zahlen mal genau ansehen, werden Sie feststellen, dass die 4 von 2 Zahlen umgeben ist, die sich ideal ergänzen. Der einen fehlt eine 1, um eine 4 zu sein. Die andere hat genau eine 1 zu viel. Also statt 3 + 4 + 5 dürfen Sie 4 - 1 + 4 + 4 + 1. Oder einfacher, 4 + 4 + 4. Und noch einfacher, 4 mal 3 rechnen. Und das macht 12. Auf diese Weise schärfen Sie Ihr Gespür und bei großen Zahlen können Sie hier durchaus einen Vorsprung errechnen. So, unser Hirn ist aufgewärmt. Das war unser Warm-up für den ganzen Tag.